Endlich geht's los mit dem Thema Räder und Reifen. Unser Mini ist ja die ganze Zeit noch auf unsere Werksräder unterwegs gewesen mit Winterreifen. Jetzt, wo das Wetter natürlich besser wird, gehört natürlich ein ordentlicher Sommerradsatz her. Dazu habe ich mal Kontakt zur Firma Tech Speed Wheels aufgenommen und die haben uns einen Komplettradsatz gesendet. Das ist die GT Race One in der Dimension 8x18 ET45. Ist noch ein recht neues Rad von der Firma Tech Speed Wheels, ist dementsprechend im Motorsport-Look angehaucht. Und das Geile daran ist, durch das Flowforge-Verfahren ist die auch noch verdammt leicht. Das heißt, hier in der Größe haben wir ein reines Felgegewicht von etwas über 8 Kilo. Das ist natürlich eine sehr gute Kampfansage, was natürlich aber auch für das Auto ein sehr großer Vorteil ist, weil man dementsprechend weniger Masse in Bewegung habe und dadurch natürlich gerade bei unserem Elektroflitzer auch natürlich dementsprechend effizienter unterwegs sind, was dann halt auch den Verbrauch angeht und die Performance bei Weitem verbessert, wenn man nicht so viel Masse auf einmal bewegen müsse. Dann haben wir mal hier noch das Ganze ja quasi als Komplettrad bekommen. Aufgezogen ist ein Kumo Esta-Reifen. Der ist in der Größe 215 4018 ausgestattet. Und wir haben uns explizit für die 18 Zoll Variante entschieden, weil wir gesagt haben, Mini ist jetzt auch nicht so großes Auto und das soll irgendwo vom Look her natürlich auch passen. Und deswegen auch von der Farbe her uns in das Matt Graphit verliebt direkt, weil wir gesagt haben, jo, das passt wie die Faust aufs Auge, gibt nochmal einen schönen Kontrast zum Fahrzeug und sieht da gut aus. Ansonsten kriegt er die Felge natürlich auch noch in andere Farbe, in Bronze und Schwarz, glaube ich, wenn ich es recht auswendig weiß. Und ja, wie gesagt, voll bestückt, könnt ihr auch den Radsatz direkt bei Tech Speed Wheels bestellen. Sind auch schon die RDK-Sensoren hier verbaut. Je nachdem, bei was für einem Auto ihr das braucht, sind die natürlich notwendig oder nicht. Schaut doch mal bei Tech Speed Wheels auf die Seite. Die haben natürlich ein großes Portfolio an Rädern und da ist, sag ich mal, für jeden Geschmack was dabei und natürlich auch für jedes Auto. Bam! Richtig, richtig gut. Also gefällt mir echt sehr gut. Wie man hier noch mal schön sehen kann, haben wir hier einen leichten Kontrast von Felge zur Waagefarbe. Und wie ihr sehen könnt, ist das total easy gewesen, weil es waren passende Radschraube dabei, passende Zentrierringe, also rundum sorglos Paket. Sehr geil, kriegt man auch sicherlich nicht überall, leider Gottes, aber habt dann einen guten Job gemacht. Die Jungs von Tech Speed Wheels, vielen Dank dafür auch nochmal, dass ihr euch hier beteiligt am Projekt. Und ich hoffe, euch gefällt es natürlich auch. Wir feiern es komplett. Und ja, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Eins muss ich sagen, wenn ich jetzt so das Auto im Gesamten sehe, irgendwie sieht er bullig aus, ja, passt. Aber hier in der Radläufe, da fehlt mir noch was. Wird mal Rücksprache halten, ob man da nicht auch noch was zaubern könne. Ich glaube, dann wäre er perfekt. Deswegen dranbleibe, weiterhin den Kanal abonniere, wenn ihr es nämlich noch nicht gemacht habt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.